This is home. It's all that's left of the once glorious realms of the Sun Goddess. Before, the land was lush. Her children thrived under the care of her lesser gods. Every creation was filled with love. Then the Moon Goddess threatened it all. Her light was pale in the bright blaze of the sun, and jealousy blackened her heart. Shadows fed off her anger and unleashed terror on our home. To cast out the darkness, the Sun Goddess shattered the realms with the brilliant light that saved us all. Yet evil still lingers in the corners of these lands, ever plotting and gaining strength. Now we call upon you. Are you ready to square your shoulders to take on the weight of the world? Earn your place in the pantheon of heroes? Well, it's time for you to prove it. Hallo und herzlich willkommen zu Drow. Wir machen weiter hier im heiligen Hochland. Da vorne ist auch schon der nächste Dungeon. Glücksstaub sammeln. Oh ja, Glücksstaub. Da muss ich mal schauen, wie ich den bekomme. Da unten sind schon die ersten Skelette. So, komm her. Mitten im Wasser. Ich habe das fast verkehrt gemacht. So, ja, okay. Jetzt haben wir es erwischt. Da geht's nach unten. Mal schauen. Den goldenen Skarabäus müssen wir hier besiegen. Mal schauen, wo der ist. Da ist er auch schon. Und ja, alles rockt eigentlich schon ganz gut. Unser neuer Stab. Der Streichholz. Das ist schon richtig cool gemacht. Diese Waffen. Da ist die Truhe. Und wir haben hier, oh, Strauß des Chloromanten. Ist natürlich grün. Ich denke mal, in grün ist es auch. Das hier auch macht Rang 7. Eine ungewöhnliche Maß. Gibt natürlich auch verschiedene Farben bei den ganzen Items. Und wir haben natürlich jetzt nicht so die guten, sondern eher die schlechten, wie es halt am Anfang so ist. Da oben ist schon der nächste Dungeon, da gehen wir auch hin. Da haben wir eine Spinne. Wir steigen natürlich auch automatisch ab vom Pferd, wenn wir hier angreifen. Da haben wir noch Steine. Da hinten war, ach ja, das ist so ein Haus, gell? Ne, da geht es nach unten. Also gut, nach unten und los geht's. Den haben wir gleich erledigt. Den hier auch. Zack, okay. Hier ist eine Geschichte. Da ist natürlich ein Hut. Okay. Mal hier runtergehen. Hier ist auch ein goldener Skarabäus. Der Endgegner. Da ist er auch schon. Na komm her. Keine große Sache, man sieht's. Das geht einwandfrei. Und los. Bam. Das war's. Manchmal geben die ja auch Items, das ist natürlich ganz schön. Der hier nicht, dafür gibt es eine Truhe. Und hier haben wir eine Maske. Zweimal Maske, ja, ist okay. So, wir machen mal weiter. Ist ein Pilz bestimmt ein, nee, war ein ganz normaler. Ein ganz normaler Pilz gewesen. Hier die zwei Spinnen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es mit dem Glücksstaub ist, ne? Da müssen wir, glaube ich, noch mehr Dungeons machen. Diese Stämme können wir auch. Komm hier. Holz, genau, verzaubertes Holz brauchen wir auch, das ist ein Pilz. Wir haben jetzt 5 Glücksstaub. Bin ich immer gespannt. Ich gehe mal in den Dungeon rein.
irgendwie muss doch herauszufinden sein, wie das mit dem Glücksstab funktioniert. Und da vorne ist ein X. Genau, die werden mit X markiert, die Dungeons, die erledigt sind. Und jetzt wollen wir mal hier ranzoomen und uns mal hier runterdrehen. Da drüben, da wollen wir hin. Da gibt es noch einige Dungeons. Das ist ein Haus von jemandem, okay. Die haben uns ein Haus hingebaut. Auch schön, da oben auch. Habe ich selber noch nicht. Aber das ist ja kein Problem. Kann man später auch machen. Da wäre ich fast runtergefallen. Da will ich drüber. Da komme ich rum. Okay. So, der nächste Dungeon. Der befindet sich dort vorne. Okay. Mal drüber und. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Ich muss da hoch. Und dort oben können wir dann in den nächsten Dungeon. Ganz schön steil, ne? Okay, das ist schon der nächste Dungeon. So, 5. Die gehen nicht kaputt. Ah ja, da war ein Geist. Alles klar. Und dann müsste noch einer kommen. Hier geht's. An der Seite nach unten, da geht's nach unten. So, auch ein goldener Skarabäus, der hier unten der Endgegner ist. Skelette. Bam, 5. Ich hoffe, dass das mit diesem Glücksstaub nichts mit den Endgegnern zu tun hat. Da haben wir den Hut gefunden. Da ist das Skarabäus. Und wir kommen hier. Also war hartnäckig diesmal. Draufhalten. Okay. Zerstören. Ah ja, okay. Glücksstau, wenn man diese Truhen zerstört, dann bekommt man diesen Glücksstau. Ich muss. Wie lange geht denn diese Quest? Ich weiß es gar nicht. Steht gar nicht dabei. Okay, dann brauche ich eigentlich nur noch 24 von diesen Truhen. Ist ja jetzt nicht wirklich ein Problem, ne? Die kann man gar nicht kaputt machen, diese zusammenreiten, oder? Auch nicht. Okay. Wieder was gelernt. Nächster. Da drüben. Da sind ganz viele. Das sehen wir schon links. Oh ja, da geht es nach oben. Den schnappen wir uns jetzt erstmal hier. Diese Wespe. Da kommt schon die nächste. Level 5 im Moment. Haben wir schon gegrillt. Ein Hut. So Hüte gibt es da ganz viele. Das ist ein normaler Pilz gewesen. Ich werde erstmal da hochgehen, dann da drüben rein. Haben wir gleich 2 Stück auf einmal. 2 Dungeons. Die machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Da gab es gar nichts. Komisch, schade. Diesen Glücksstaub gibt es nur durch diese Kisten. Da müssen wir noch ein paar Dungeons machen. Ist doch kein Problem. Gras mal alle ab. Bis wir diese Quest erledigt haben, diese Mega-Quest, könnte man ja auch durch Gegner kriegen, wäre auch viel einfacher. Ne? Ah ja, okay. Was will man machen? Nix. So, da oben haben wir auf jeden Fall noch einen Gegner. Und Feuerfallen macht uns jetzt nicht so viel aus. So, weiter geht's nach oben. Gruftwandler, auch das erste Mal, dass ich den spiele. Und könnte sagen, ich habe keine Ahnung davon. Bis jetzt den Boomerang angespielt, aber auch den Revolver hält. Und hier, der ist auch wieder zäh, ne? Ich finde es cool mit diesem Stab, dass hier mit Energie geschossen wird. Finde ich schon cool. Was ist
mehr los, aber der ist wirklich richtig zäh, ne? Aber jetzt, so, da haben wir eine Kiste. Wir sind gespannt, die großen Dungeons, ob es dann da auch mehr von diesen Glückstaub gibt. Das weiß ich jetzt ja gar nicht. Da drüben, genau. Da unten und da drüben, da können wir noch rein. Da ist noch kein X oben drüber. Das heißt, der Endgegner muss noch besiegt werden. Da haben wir auch schon die ersten Geister, die uns auf uns warten. Die haben wir auch noch weg. Okay. So, da geht's runter. Wir kennen es ja. Auch hier ein goldener Skarabäus, der auf uns wartet. Diese, das ist auch Fallen. Da kann man auch drüber laufen, dann nimmt man Schaden. Und hier haben wir den erstmal weg. Da geht es wieder ziemlich schnell, ne? Also das scheint verschieden zu sein. Das haben wir. Level up. Okay. Und hier haben wir eine Maske. Und einen Stab. 8 von 30 im Moment. Und wir müssen erstmal diese Wespe hier killen, die stört uns. Genau. Da ist noch eine, die haben wir auch weg. Okay. Komm her. So, dann machen wir die. Das war jetzt falsch, die Karte. Da drehen wir uns mal in die Richtung. Da ist nämlich der nächste Dungeon. Da war aber schon jemand drin. Das heißt, wir müssen weiter. Habe ich jetzt... Ah, hier unten, genau. Da war noch keiner drin. Hoffentlich tue ich mir da nichts, wenn ich da runterfall. Nee, war okay gewesen. Ich dachte schon, dass ich vielleicht massiven Schaden nehme. Aber es war ja gerade überhaupt nicht der Rede wert. So, da geht's runter. Zack, zack, zack. Hier haben wir den Pilzkönig. Da drüben steht er. Komm her, Pilzkönig. Und danach werden wir unsere Ausrüstung checken. Na, das ist im Kampf. Wir müssen sehen, es geht schon, ne? Es geht schon. Und bam! Den hat es zerlegt. Glückstaub. Maske. Maske. 9 von 30. Ich bleibe einfach mal hier drinnen. Und Forderungen hier. Pff, haben wir Geschenke? Wie haben wir den da gekriegt? Tägliche. Okay, die tägliche Sternleistenbelohnung. Okay. Cupids. Okay. Cupids. Okay. Haben wir. So, Inventar. Das wollten wir hier auch noch machen. Na gut, da geht noch ein paar. Da geht noch was. So, wir haben hier auf jeden Fall nur Schrott bisher. Was gut ist, was ist das? Ein Flugsrelikt, okay. Weiß ich noch nicht so genau, was man damit macht. Wird sich noch zeigen. Aber das ist alles hier ganz schöner Schrott. Okay. Da bauen wir unser Haus im nächsten Teil. Habe ich ja schon im letzten Teil gesagt. Und dann werden wir den ganzen Mist mal verkaufen. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da, kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.